Herzlich willkommen zu diesem Wochengruß Nummer 2309, haben wir gerade festgestellt, ist es, mit Matthias, dem ehemaligen Masterassistenten. Ganz richtig, genau. Und Ralf, dem kurzfristigen Masterassistenten. Also was wir heute hatten, das habe ich noch nie erlebt, ist, du hast ja dein letztes Wochenende als Masterassistent heute gemacht. Das war eine Verabschiedung von Seiten der Gruppe. Ich glaube, so in Wertschätzung gebadet hast du noch nie, oder? Das tat schon gut. Ne? Das war schon sehr schön. Definitiv. Ich glaube, es war auch, ja, ich glaube, du könntest recht haben. Ich glaube, so intensiv und emotional war es noch nie. Das waren im Grunde geballte Liebeserklärungen. Das waren Freundschaftsschwüre. Das war so, geh nicht. Aber er geht trotzdem. Sie konnten es erst gar nicht so richtig realisieren, die Teilnehmer. Mhm. Und auf einmal so, als es dann so Richtung Sonntag ging, also sprich heute, oh ja, doch, da wurde es ein bisschen emotional. Mhm. Genau. Und du hast heute sogar noch mal in kleinen Gruppen durchgeführt. Das fand ich auch toll. Mhm. Das ist ja eigentlich gar nicht Aufgabe von Assistenten, aber das ist trotzdem gemacht. Und da richtig gut mitgeholfen. Und für die, die jetzt sagen, jetzt möchte ich mal Super Matthias, den Superassistenten, kennenlernen. Du bist ab übernächstes Wochenende im Practitioner. Richtig, genau. Ab Ende April bin ich im Practitioner und bin dann dort Assistent. Genau. Und Kocho wird ab dann im Master assistieren. Was auch schön ist. Monique bleibt hier Online-Assistentin. Das ist ja ganz schön in dem Kurs. Und demnächst werden wir da vermutlich wieder vorne sein. Und wir hatten dieses Wochenende Formatdesign als Inhalt. Ganz richtig, ganz genau. Es war für mich auch sehr aufregend. Ich habe zum ersten Mal seit langem ich überlege gerade, ob ich es überhaupt jemals schon mal hatte, ein Wochenende ohne Skript gemacht. Nachdem ich die beiden Jahre davor immer ein Skript hatte, an das ich mich nicht gehalten habe, dachte ich mir, mache ich diesmal kein Skript und halte mich dran. Hat auch funktioniert. Weil es einfach, wenn ich die A und Bs nicht kenne, wenn ich nicht weiß, worüber die Themen sind, dann kann ich ja auch nicht in das Skript reinschreiben, wozu wir ein Format dazu machen. Wir hatten ein Format zum Thema, ich finde meinen eigenen Führungsstil und fühle mich darin sicher. Wir hatten ein Format gebaut zum Thema auch Selbstsicherheit im Umgang mit meiner Führungskraft. Du hattest, glaube ich, ein Format begleitet zum Thema... Da ging es darum, Willenskraft aufzubauen, um Ziele zu erreichen. Von einer Handlungstypfrau, was ich total erstaunlich fand. Eine Handlungstypfrau wünscht sich ein Format zum Thema Willenskraft. Ja. Also es ist ein bisschen merkwürdig. Mhm. Vielleicht wolltest du aber auch einfach nur ein kleines Thema nehmen. Ich glaube, es war ein großes Thema. Oder? War ein großes Thema? Ich glaube, es war ein großes Thema. Dann hatten wir ein Format zum Thema... ich möchte es für mich irgendwie wichtig und relevant finden, Leute im Smalltalk anzusprechen. Das fand ich auch lustig. So nach dem Motto, eigentlich interessieren mich andere Menschen gar nicht so sehr, aber ich fände es gut, wenn ich sie ansprechen könnte. Merkt man, dass es von einem Erkenntnistypen kommt. Dann hatten wir ein Format, Frauen ansprechen. Wir hatten ein Format, die Kinder auch dann freundlich behandeln, wenn man lieber austicken möchte. Und da war noch irgendwas mit dem Körperthema? Wir hatten ein Format zum Thema, mein Körper behindert mich eher und ist unansehnlich. Ich hätte gern, dass mein Körper für mich eine Ressource ist und präsentabel. Ich glaube, das haben wir alles, ne? Ich glaube, das waren alle, ja. Genau. Weil nämlich es gerade im Master darum geht, beim Thema Formatdesign, es gibt natürlich Veränderungen, die man möchte. Aber manchmal merkt man so, es gibt jetzt nicht richtig das NLP-Format für diese Veränderung. Und dann ist halt, wenn man NLP-Master ist, in allerdings die Idee, dann baue ich mir halt ein Format, was das kann. Das sind meistens Variationen von bestehenden NLP-Formaten, aber die Variation ist halt dann eben doch das Entscheidende. Das ist immer so ein bisschen wie so ein Lego-Baukasten. Ne? Ich habe so ganz viele verschiedene Teile, die liegen da alle so rum und ich kann mir dann irgendwelche Teile nehmen. Es macht natürlich Sinn, schon die richtigen Teile zu nehmen. Das macht die Sache natürlich einfacher. Und die kann ich dann, ich sage mal, fast beliebig zusammenbauen. Mich erinnert es ein bisschen immer daran, ich hatte mal die Gelegenheit, mit ein paar Leuten zusammenzuarbeiten, die halt gut Körperübungen gemacht haben, Fitnesstrainer und sowas. Mhm. Und da ist ja auch so, wenn die merken, dass bei dir irgendwie ein bestimmter Muskelzuwendung braucht, dass ein bestimmter Muskel gestärkt werden muss oder gedehnt werden muss, dann bekommst du oft von denen jetzt eine Übung extra für dich angefertigt, um diesen Muskel anzusprechen. Mhm. Und natürlich besteht so eine Übung immer aus
ähnlichen Übungen, die in die Richtung gehen, die halt dann bloß noch feinjustiert werden, dass sie genau den Muskel ansprechen. Ich finde, das ist eine schöne Metapher, wie man Übungen im NLP aufbaut. Dass es halt wirklich darum geht, irgendein vorhandenes Material fein abzustimmen. Dass es genau an den Punkt geht, wo es hingehen soll. Also machen wir ja, genau, also wir erfinden ja jetzt in dem Sinne keine komplett neue Übung, die auf Ebene 8 ist oder so, ne? Die es ja in dem Sinne gar nicht gibt. Sondern wir nehmen ja meistens auch ein bestehendes Format und das ganz geschickt selten hat, ne? Machen wir sowas schon mal. Und zwar normalerweise dann, wenn im Modeling man halt ein Modell hat, wo man sagt, ey, boah, der macht irgendetwas, das gibt's überhaupt nicht im NLP. Also ich finde, das für mich klarste Beispiel ist, man kann ja auch Filme modellieren, ist der Film Sucker Punch. In Sucker Punch ist eine Intervention auf Ebene 5 drin, die ist so krass, dass ich sage, sie funktioniert in dem Film. Aber ich würde mich nicht trauen, sie mit jemandem als Format durchzuführen. Aber die Idee ist geil. Kennst du die Idee von Sucker Punch? Also ich habe den Film schon mal gesehen. Ich weiß nicht, ob du... Kannst du das kurz erklären? In Sucker Punch. Also ich spoilere jetzt, wenn du den Film... dann müsstest du quasi ein bisschen vorspulen, dass du nicht in Sucker Punch die Geschichte hörst. Es ist ja, gibt ja im Film immer eine Person, die das Ego darstellt. Also sozusagen den Klienten im Coaching. Stimmt, ja, genau. Und in Sucker Punch ist die Besonderheit, dass es zwei gibt. Weil Sweet Pea und Baby Doll sind beides dieselbe Person. Und das eine ist das traumatisierte Selbst, das andere ist das nicht traumatisierte Selbst. Und die spannende Idee ist, dass sich das traumatisierte Selbst opfert, dass das untraumatisierte Selbst frei werden kann. Ah, okay. Und das für mich ist das die Verfilmung dieses Satzes von Byron Katie. Wer wärst du ohne diese Geschichte? Es ist sozusagen die, weil wenn du den Film genau anguckst, stellst du fest, dass die, die hinterher freikommt, die war nie dabei, also Sweet Pea, die war nie dabei, wenn Baby Doll ihre Geschichte erzählt hat. Das heißt, Sweet Pea weiß wirklich nicht, was Baby Doll zugestoßen ist. Sie weiß es nicht. Sie ist das komplett untraumatisierte Selbst und die wird befreit dadurch. Also es wäre übersetzt auf dem NLP-Format die Frage, wenn mir was Blödes passiert ist, wie wäre, wenn ich die Geschichte wirklich komplett loslasse? Das ist schon eine spannende Idee. Das wäre ja so ein bisschen, man müsste dann so unter Umständen einen Teil begraben oder sowas in der Art, ne? Selbst. Oder ein Selbst. Ah, okay, gut, das ist nochmal, das ist nochmal eine andere Hausnummer. Das sagen genau, und das ist was, so wo wir, da haben wir im NLP nichts Entsprechendes. Und ich weiß auch nicht, ob ich es möchte. Ich finde das ein bisschen spooky, aber ich finde auch, es geht als Konzept, geht's auf. Es funktioniert, aber es ist ein echt spannendes Teil. Und wie gesagt, es entspricht dem Satz von Byron Katie, wer wärst du ohne diese Geschichte? Das ist die Verfilmung davon. Also faszinierend, was man da alles zusammenbauen kann, wo man sich wahrscheinlich dann, das ist ja quasi ein Element, was man dann verändern würde in einem gesamten NLP-Format. Ansonsten hatten wir letzte Woche, am Dienstag hatte ich einen Podcast mit mir über Konfliktmanagement. Am Donnerstag gab es ein Webinar mit mir über nonverbale Signale und Status. Nonverbale Kommunikation und Statussignale. Am Samstag gab es ein Newsletter von mir über die Ressource der Ebene 4. Heute gibt es einen Wochengruß mit dir. Richtig, genau. Nächsten Dienstag kommt ein Podcast raus mit Daniel Dagmar Ulm und mir. Aber davor, am Montag, endet der Frühbucherpreis für den Modeling Practitioner, worauf ich doch hinweise. Das ist auch so ein Punkt, wo ich mich wirklich frage. Also wenn, ich habe mir jetzt wieder gedacht, wir hatten ja eine Verabschiedung, einmal 10. Wochenende hier. Und wenn ich dann das Feedback höre von diesem geschätzten Teilnehmer, wie er es beschreibt, was er in diesem Jahr erlebt hat, denke ich mir immer, es ist so verrückt, wenn ich das hören würde als, oder als Testimonial lesen würde. Ich würde es eigentlich nicht glauben. Es klingt wie Werbung. Und dann erleben es die Leute aber hier. Wie soll man zum Ausdruck bringen, was die Leute hier erleben, wenn man davon ausgeht, die Leute, die es hier nicht erleben, glauben es eh nicht, weil es klingt so wie erfunden. Naja, klar. Es ist so schwer, wirklich zu beschreiben, was man hier erlebt. Du meinst es ungefähr so, als wenn man, du beschreibst jemanden in Core-State und wenn er ihn noch nie erlebt hat, dann kann er sich auch nicht so ganz richtig vorstellen. Nee, es ist eigentlich noch gemeiner. Ich habe mal in einem wirklich guten Marketing-Blog, habe ich gelesen,
Werbung oder ein Angebot wirst du dann nicht als Werbung empfinden, wenn es dir exakt das bietet, was du möchtest. Also wenn es das ist, was du gerade suchst, empfindest du es nicht als Werbung. Aber, ich mache die Metapher weiter, nehmen wir an, du hast irgendein Leid, vielleicht ein körperliches. Und jetzt kommt einer und der sagt dir, genau das Leid mache ich weg. Dann wirst du dir als heutiger Mensch denken, versprechen kann das jeder. Und das Blöde ist ja, nehmen wir an, du hast ein Leid. Und es gibt einen, der macht genau das Leid weg. Und der sagt es. Da gibt es noch 1000 andere, die behaupten, sie könnten es auch wegmachen. Oder weißt, die lügen. Wie findest du den einen? Das heißt, nachdem quasi Hinz und Kunz sagt, ich mache das. Und wenn wir jetzt beschreiben, was wir hier machen, klingt das halt so, wie was alle beschreiben, was sie machen. Jetzt können wir das so sagen, wir meinen es aber ernst. Das sagen die anderen aber auch. Und darum kommt man in eine ganz blöde Geschichte. Wie soll man beschreiben, was hier stattfindet, wenn die Beschreibung unglaubwürdig klingt und wie Werbung? Ist das mein Problem? Also im Prinzip, eigentlich kann man nur dann noch mehr Werbung machen dafür, oder? Der stete Tropfen hüllt den Stein. Nein, weil dann nützt es sich ab, dann glaubt es irgendwann ja noch weniger die Leute. Also ich glaube, wenn, dann muss man, glaube ich, die Leute befragen, die es wirklich erlebt haben. Und dann, also ich, manchmal ist es schwierig, eine bestimmte Situation oder ein Gefühl mit Worten zu beschreiben. Aber ich glaube, es gab niemanden, der das erlebt hat und der irgendwie unglücklich war damit, oder? Also in dem Sinne? Eigentlich nicht, oder? Nö. Gut, ich würde auf jeden Fall empfehlen, wenn man sich überlegt, sowas zu machen wie eine NLP-Ausbildung hier, bitte unbedingt, dass man mich und meinen Trainingsstil zumindest online einmal vorher kennenlernen, was du ja tust, wenn du diesen Videokanal guckst, weil da gibt es manchmal Kompatibilitätsprobleme, wenn Leute sich im Internet NLP ausgesucht haben, dann kommen sie hierher und sagen, ich hatte es mir anders vorgestellt. Weil da müssen wir einfach ehrlich sagen, wir machen hier nicht Mainstream NLP. Es ist schon eher eine besondere Art des NLP, auch mit dem Modeling-Ansatz und so. Das ist halt wirklich, es gibt halt einen besonderen Touch und das muss man wollen. Aber wenn man sich das einmal vorher anguckt und sagt, ja, damit kann ich was anfangen. Also, was ich ganz oft höre, das nehme ich auch als Kompliment, ist, wenn Leute sagen, wenn sie hier NLP machen und die kennen andere NLP-Institute, dass sie oft sagen, endlich mal ein angenehmes Tempo. Also, das ist ja auch, du hast ja gesagt, du bietest quasi ein Buffet und jeder kann sich quasi auch das picken, was er gerade braucht. Ja. Dass man, glaube ich, alles auf einmal nehmen kann, das ist too much. Also muss man eh ein bisschen selektieren. Das ist ja auch der Grund, warum es die Aufnahme gibt, auch im Training. Genau. Weil, also mir hat mal eine Teilnehmerin gesagt, sie hat das Gefühl, mein Training wäre eine ZIP-Datei. Und da fühlte ich mich sehr gesehen. Ja, genau. Also echt unglaublich viel reingestopft, eigentlich zu viel. Aber es gibt halt die Aufnahme und dann kann man sich, also viele haben mir auch gesagt, dass die Aufnahme sich hinterher nochmal anzugucken, ist im Grunde ein zweites Training. Ja, das stimmt. Sie an ganz vielen Stellen sagen, was, das hat er gesagt, ich habe nicht gehört. Dann kriegst du es halt nochmal. Ne? Du kriegst ja selber mit, um den Bogen zu schließen. Du warst jetzt 11 Wochenenden im Masterassistent und ich schätze mal, für dich war auch viel neu. Definitiv. Und das Verrückte ist, auch für mich war viel neu. Das geht mir ja auch so. Ich gebe ein Masterwochenende und lerne währenddessen. Ich finde das toll an diesem Beruf. Also hier lernen alle. Das ist nicht so, dass ich irgendwie aus der Wiedervorlage die gleichen alten Sprüche erzähle wie seit 20 Jahren. Wir lernen alle gemeinsam. Und das ist ja in dem Sinne auch das Coole, dass man halt auch im Prinzip jeden Kurs und alles wiederholen kann. Ja. Weil dann hast du natürlich jedes Mal eine Wiederholung plus quasi eine gewisse Variation, weil du in der Regel nichts, also kein Seminar identisch gibst. Also nein, dazu bin ich leider nicht imstande. Manchmal hätte ich auf Diät ein Seminar verkaufen können, weil irgendeine Person zu mir kam und meinte, das war so ein tolles Seminar, können wir genau das für unsere Firma haben? Und ich gesagt, geht nicht. Ich weiß nicht, wie es dann wird. Wird irgendwie anders. Nee, das ist mir zu unsicher. Aber ich glaube, die hierher kommen, die mögen, dass das hier sehr auch im Dialog, im Augenblick die Sachen entstehen. Stimmt, genau. Wie jetzt an diesem Wochenende ohne Skript, wo ich halt sagte, ich muss erst wissen, was die Themen der Leute sind, dass ich dann das machen kann. Okay, jetzt haben wir lange geredet. Richtig, ich weiß gar nicht, wie lange das war. Okay, aber das war, glaube ich, der längste Wochenkurs aller Zeiten.
Das liegt aber einfach daran, dass du super Matthias bist, der super Assistent und jetzt den Master beendest und in den Praktischen wechselst. Darf ich dir nochmal stellvertretend für die Welt Applaus spenden? Gerne. Deine hervorragende Assistenz, und ich freue mich dann, dass wir ab jetzt unsere Wochengrüße im Praktischen machen, weil die Master waren jetzt ja Tradition und jetzt kommen dann die im Praktischen. Aber war nicht im Praktischen auch schon? Wochengruß? Mit dir? Nee, mit mir noch nicht, aber mit Daniel zum Beispiel. Ja, da war ganz oft Daniel. Der wechselt ja dann jetzt in Master, ne? Nee. Der wechselt in... Wir machen gemeinsam eigentlich. Ach, du bleibst dann. Dann haben wir zum dritten Wochengruß. Richtig, genau. Caro wollte dann aussteigen und ich wollte einsteigen. Gott, ist das kompliziert. Aber ich freue mich, ich weiß immer, ich habe hochkompetente Assistenten und ich kenne die ja auch alle namentlich. Und okay. Freue mich, wenn man da ist. Und die Teilnehmer freuen sich auch. Es kommt hier wirklich so gutes Feedback über die Assistenten, dass es mich auch jedes Mal freut. Also ich finde wirklich, es ist genau das richtige Maß an kompetent da, aber nicht aufdringlich. Also richtig schön, was wir hier machen. Danke. Auch im Namen aller anderen. Wir hatten uns darauf geeinigt, du machst aus und ich winke. Gut. Genau. Ich fange schon mal an mit winken. Tschüss.